Ja, hallo, herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal. In diesem Film möchte ich euch ein drittes Q&A liefern. Zugegebenermaßen diesmal nicht mit so vielen Fragen, die mich erreicht haben. Aber dafür habe ich mir ein weiteres Mal eine besonders geile Kulisse ausgesucht. Ich hätte das ja wieder auch irgendwie einfach nur im Studio zu Hause aufnehmen können. Aber nein, diesmal diese Bergwelt hier und auch, wo ich hier gerade drauf mich befinde, das ist ein Schiff. Wir liegen hier gerade vor Anker inmitten der Halong-Bucht in Vietnam. Ja, damit genug der Vorrede. Steigen wir doch einfach mal direkt in das dritte Q&A ein. Dann kommen wir zur ersten Frage, die da lautet: Mir fällt auf, dass du nur Reiseziele außerhalb Europas wählst. Zufall? Nee, nicht Zufall, es ist absolut geplant. Ich persönlich mag im Moment auf jeden Fall erstmal die Fernreiseziele präferieren. Denn ich sag mir persönlich, Europa, das ist so nah, das kann man immer irgendwann nochmal machen. Und ja, also gerade die Fernreiseziele, irgendwie Südamerika, Südafrika, die USA, Asien, das sind für mich irgendwie im Moment erstmal die Ziele, die ich auf jeden Fall präferiere. Kommen wir zur nächsten Frage. Welche Drohne verwendest du? Da muss ich erstmal zurückfragen. Liest denn keiner meiner Abspänne? Anscheinend nicht. Vielleicht brauche ich die einfach gar nicht mehr, wenn sie eh keiner liest. Na gut, das ist eine andere Sache. Ja, denn dort habe ich meine gesamte Kameratechnik, die ich für den jeweiligen Film verwendet habe, immer stets aufgelistet. Ich sage jetzt mal nicht den Firmennamen. Also die eine Drohne, die ich habe, die heißt Mavic Pro und die andere ist ein Phantom. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen? Die eine kann man zusammenklappen und schön klein und die andere ist weiß und ja, beide machen gute Bilder, beide machen gute Videos und vor allem, sie sind auch von der Flugsicherheit sehr gut gebaut. Die nächste Frage lautet: Wie schaffst du es, Reisen und Beruf zu vereinen? Naja, also ich bin ganz normal berufstätig und ich habe ganz normal Urlaubsanspruch im Jahr. Und bei mir kommt allerdings noch zum Tragen, dass ich durch diverse Wochenendtermine viele Überstunden generiere. Und da ist es dann durchaus mal möglich, dass ich im Jahr mal einen 3-Wochen-Trip und einen 2-Wochen-Trip mache. Und von daher ist das mit dem Reisen eigentlich, ja, das ergibt sich so, um es mal so zu sagen. Die nächste Frage, die mir gestellt wurde: Wie lange arbeitest du an einem Video? Oh ja, das ist, ja, also sagen wir es mal so, die längeren Filme, die meistens diese drei Teile, also Australien oder was ich gerade noch in der Pipeline habe, wäre Argentinien, da sitze ich durchaus schon mal 2,5 Monate dran. Idealerweise sind das dann die Reisen gewesen, wo ich immer im Dezember unterwegs war. Da kann man sich so schön zu Hause im Dunkeln eingraben. Das ist eigentlich immer eine ganz tolle Sache. Draußen ist es dunkel, draußen ist es kalt, kann man sich vom Rechner zurückziehen, schön Pizza essen, schön Tee dabei trinken, das ist gut. Aber wie gesagt, so 2,5 Monate gehen da meistens schon an Zeit für drauf. Die nächste Frage, die mir gestellt wurde: Wann geht's denn mal nach Ägypten? Ja, kann man machen, steht jetzt aktuell nicht so ganz so weit oben auf meiner Liste. Könnte ich mir natürlich durchaus auch vorstellen, aber Ägypten hat für mich immer noch so einen leichten Touristentouch. Okay, ich gebe zu, die Halong-Bucht ist natürlich auch touristisch sehr erschlossen, völlig klar. Aber im Moment sind es eigentlich eher erstmal wirklich die Fernziele außerhalb, sagen wir mal, von 5 bis 6 Flugstunden. Vielleicht kommt Ägypten irgendwann später einmal. Und dann eine Frage, die ich persönlich relativ schwierig finde zu beantworten, nämlich: Kann man dich finanziell unterstützen? Hast du eine Patreon-Seite oder per PayPal? Aktuell ganz klares Nein. Ich bin da auch immer ein bisschen vorsichtig, weil so einige YouTuber, denen ich auch persönlich folge, die haben da so ein bisschen Shitstorm erhalten, wenn sie denn mal um Spenden gebeten haben. Völlig klar, dass Reisen natürlich Geld kostet und ich könnte wahrscheinlich sogar auch ausrechnen, was mich die Reisen bisher insgesamt gekostet haben. Das möchte ich eigentlich gar nicht machen, denn ich mache das für mich prinzipiell erstmal selbst. Und ich denke mal, dabei sollten wir noch einige Zeit lang bleiben. Denn aktuell möchte ich eigentlich gar nichts an dem Status quo ändern. Und ich würde sagen, wir lassen es einfach mal so laufen, wie es gerade läuft. Und damit, denke ich mir, sind wir beide glücklich. Ja, damit soll es das bereits auch schon wieder gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ja, lasst einen Daumen nach oben da, vielleicht auch einen Daumen nach unten. Das möchte ich euch überlassen. Viel wichtiger ist aber noch, dass ihr natürlich bitte meinen Kanal abonniert. Und vergesst bitte auch nicht, diese kleine Glocke mitzunehmen. Denn dann verpasst ihr auf jeden Fall nicht, wenn ich mal wieder ein Video auf meinen Kanal hochgeladen habe. Dann würde ich sagen, viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.